Seht, nach Jerusalem hinauf es uns nun zieht, damit dort oben alles das geschieht, was die Propheten einst vorausgesehen, wie schlimm es soll dem Menschensohn ergehen. Dies Jesus seinen Jüngern frei verkündet, weil Lieb sie miteinander verbindet. Sie wollen ihn doch gern begleiten und ihn auf seinen Tod mit vorbereiten. Dies Verslein leitet Estomihi ein, das soll unser Fastnachtssonntag sein. Drum grüße ich Sie als jene Frommen, die in der Narrenzeit hierher gekommen. Und weil man als Narr in Reimen spricht, ist dieser Gottesdienst auch ein Gedicht. Ein letztes Mal, so sei es versprochen, wird hier der Reim von mir übers Knie gebrochen. Dieser Gottesdienst ist eine Feier. Im Namen Gottes, dieser Dreier, Quelle, die belebt, Wahrheit, die erhebt, Kraft, die uns macht frei. Bin ich ganz und gar gefangen. Nimm mich mit auf deine Reise, den Weg zum Leben du mir weise, nur du kannst helfen für und für, darum rufen wir zu dir. Amen.
Gott ist die Liebe, das werden wir merken. Wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott. Das wird uns stärken und Gott ist in ihm, das endet die Not. Lob singt dem Herrn alles, was lebt, seinen heiligen Namen laut erhebt. Als Mensch kamst du ins Erdental, in Liebe duldest du des Kreuzes Qual. Auf deinen Weg der Liebe nimm uns mit, liebend im Herzen und fest im Schritt. Wir bitten dies in deinem Namen, der du jetzt und alle Zeit mit Geist und Vater regierst in Ewigkeit. Es hatte einst dies Rätselwort im Leben Jesu seinen Ort. Lieber Markus, dreh dich nicht im Grabe um, wenn ich jetzt rein dein Evangelium. Der Pfaff hat sich viel Mühe gemacht, zu dichten, dass Kapitel 8 an den Versen 31 bis 38 hat er gedichtet, ziemlich fleißig. Höret nun, ihr Großen und ihr Kleinen, wie Jesus spricht sehr ernsthaft zu den Seinen. Jerusalem ist bald zu sehen, dort muss ich durch viel Leiden gehen, verworfen von den Schriftgelehrten, den Priestern und dem Hohen Rat. Mein Tod wird ihres Rechtsspruchs Tat. Tod und Grab werde ich 3 Tage sehen, dann lässt Gott mich auferstehen. Frei sagt Jesus dies den Seinen. Das darf nicht sein, das ist zum Weinen, dacht Petrus, nahm den Herrn beiseit und bat, einen anderen Weg zu gehen. Doch Jesus blieb erbittert stehen. Geh von mir, Satan, so ist dein menschlich Meinen. Dann hören wir, wie vor dem Berg der Ochs aus Jesu Mund, dies Paradox. Wer hier sein Leben stets zu erhalten strebt, der wird's verlieren, auch wenn er lebt. Nur wer nicht scheut, für mich im Grabe zu erkalten, der wird sein Leben sicherlich erhalten. Was hilft es, dass alle Welt mir gehöre und doch am Ende meine Seele ich verlöre? Denn was hat der Mensch schon herzugeben, um wieder zu erhalten Seele und Leben? Am Ende muss uns Jesus drohen, wollt ihr euch nicht zu mir bekennen, mein Wort verleugnen voller Scham, obwohl von Gott doch alles kam? Kann ich euch nicht die meinen nennen, vor Engeln und vor Gottes Thron? Selig sind jene Menschenscharen, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja. Halleluja. Sachrecht beim Namen zu nennen, wollen unseren Glauben wir bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben,
hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Jesus Christ, gewisslich mit euch allen ist. Die Liebe Gottes mögt desgleichen niemals und nirgends von euch weichen. Dazu die Gemeinschaft im Heiligen Geist, das brauchen wir zuallermeist. Kommt das Helau aus vielen Kehlen, soll's uns an Humor auch nicht fehlen. Jene, die den Herrn bekennen, soll niemand sauertöpfisch nennen. In unserer Kirche wird nachgedacht, was man aus seinem Leben macht. Der Horizont wird stets geweitet, wenn man von Gottes Wort begleitet. Auch pflegen wir von Zeit zu Zeit des Christen erlöste Heiterkeit. Der Sonntag vor der Fastenzeit stellt dem Ernst den Scherz zur Seite und lässt im Reim die Wahrheit sagen, weil sie so besser zu ertragen. Gereimt wird doch mit aller Zucht, damit keiner mir das Weite sucht. Wer heute lenket seine Schritte in dieser frommen Gemeindemitte, den bitt ich, schenk selbst den frommen Sachen das eine oder andere Lachen. Und anstatt die Stirne tief zu runzeln, lasst uns lieber einmal schmunzeln. Denn das weiß man weit und breit, Narren auf der Kanzel sind keine Seltenheit. Auch mir sitzt heute der Schalt im Nacken und will euch gern die Nase zwacken. Doch darf mir nachher keiner grollen oder gar in der Ecke schmollen, denn zu reden frei von der Leber weg, das ist der Narrenfreiheit Zweck. Auch Paulus muss es heute ertragen. Was er den Korinthern seinerzeit geschrieben, in Reime zu fassen will ich's wagen, denn es geht um das rechte Lieben. So saß Paulus auf seinem Hintern und schrieb im Briefe den Korinthern. Ein 13. Kapitel mit Hohelieb als Titel. Tät mein Zungenschlag euch so betören, als würdet ihr Engel reden hören, und enthielte nicht der Liebe Scherz, so wäre es nur wie tönend Erz. Und könnte ich euch die Zukunft sagen und würde ich in allen Glaubensfragen so manchen großen Berg versetzen, wäre es ohne Lieb doch nur Entsetzen. Macht ich mich arm wie eine Kirchenmaus und schenkte den Armen Habe und Besitz, wäre ich ein Skelett ohne Trank und Schmaus, ohne Liebe wäre es nichts nütz. Denn rechte Lieb hat langen Mut, ist freundlich, reizt nicht bis aufs Blut. Liebe sucht nicht wieder Liebe und folgt auch nicht dem bösen Triebe. Boshaftigkeit, die zählt sie nicht.
Sie freut sich gerne an der Wahrheit, über Unrecht hält sie streng Gericht und bringt dem Herzen Klarheit. Sind wir mit unserem Latein am Ende und erkennen wir die Zukunft schwer, so bringt die Liebe uns die Wende und nimmt kein Ende mehr. Im Narrenspiegel erkennen wir, Gott wage nur, wie im Dunkeln. Doch seines Angesichtes Zier wird uns noch in den Augen funkeln. Die großen Lebensfragen lassen ratlos mich zurück. Wer wagt es, das Leben Ziel zu nennen? Doch wartet auf mich ein herrlich Glück, dass einer vermag, mich ganz zu kennen. Am Ende werden Glaube, Hoffnung, Liebe bleiben, auch wenn wir nach vielem anderen streben. Das lasst euch unter die Nase reiben, die Liebe ist doch das Größte im Leben. Wir hören des Apostel Lehren und sind vor Staunen schon ganz stumm. Wir wollen uns zur Weisheit kehren, doch läuft es meistens andersrum. Von solcher Liebe darf man träumen. Es ist erbaulich, über sie zu lesen. Der raue Alltag, das ist einzuräumen, ist meist von ganz anderem Wesen. Die Liebe ist ein großes Ideal, das steht wochentags gern im Regal, neben Nippes, Porzellan und anderen Sachen, mit denen wir gern dasselbe machen. Sonntags sei Liebe uns nie bloß Gefühl. Am Altar flackern schön die Kerzen, wir sitzen fest im Kirchgestühl und wollen's warm gern um die Herzen. Drum hör nur, fromme Christenheit, schau nicht nur auf Gefühligkeit. Ihr werdet schnell zu geistlich blinden, wollt ihr immer nur schön empfinden. Auch der schönste Gottesdienst, in dem die Engelszungen singen, kann er der Welt nicht Besserung bringen, bleibt dein hohles Hirn geschwitzt. Was immer der Mensch sonst leisten kann, kommt nicht gegen sein Lieben an. Liebe auch des harten Herz bezwingt, weil sie ihn zum Geben bringt. Lieben liegt doch in unserer Natur, doch folgen wir stets ihrer Spur? Wir geben anderen den größeren Wert, und darum läuft diese Welt so verkehrt. Ein Meisterwerk in jeder Kunst, ohne Liebe ist es nur Dunst. Auch ein Gut gemeint, das zählet nicht, weil's ihm an Liebe gebricht. Wir können sie nur sehr hoch schätzen, unserer Liebe bunte Fetzen. Denn Liebe ist bei allem Glück vom Lebenswerk auch nur ein Stück. Paulus, dieser alte Weise, zieht uns in seine Gedankenkreise, lenkt unseren Blick aus der Hirnregion in eine ganz andere Dimension. Ihr Gläubigen, wollt ihr euch selbst erkennen, so spürt im Herzen eure Liebe brennen. Verlangt nicht mehr in dieser Welt, denn ihr habt schon, was euch fehlt. Ihr könnt den Nächsten in zahlreich kleinen Dingen Respekt und Würde entgegenbringen. Wir mögen auch anderer Meinung sein, sind diese Unterschiede am Ende klein. Der eine, der über die Welt nun wirklich alles weiß, in ihm brennt vor allem die Liebe heiß. Und jedes Menschenkind ist ihm mit Namen genannt und er hat auch dich von Herzensgrund erkannt. Wen Gottes Erkenntnis hat berührt, wer ihn in seinem Herzen spürt, der wird sich dann auch gerne plagen, in der Welt Verantwortung zu tragen. Drum lassen wir uns unser Handeln durch Gottes Liebe gern verwandeln. Er zündet die Liebe in uns an, dass wir daran keinen Mangel haben. Ein schlichtes Beispiel in der Welt, das Evangelium erzählt. So könnte Liebe aussehen, wenn wir sie nur recht verstehen. Jesus wagt einen schweren Schritt, doch seine Freunde gehen mit. Er muss nach Jerusalem, um sich den Tod zu weihen,
doch seine Freunde lassen ihn nicht allein. Sie bleiben stets an seiner Seite, dass jemand ihn in Not begleite. Lassen wir uns durch die Lieb verleiten, einen auf schwerem Wege zu begleiten. Ach, lass keine Freundschaft sausen, gerade in fatalen Pausen, denn Freunde sind in dieser Welt das Einzige, was man selber wählt. Drum, fühlt ihr euch von Lieb bewegt, denkt einmal nach, wie ihr Freundschaft pflegt. Seid kühn und wollt es wagen, dem Fremden neben euch ein gutes Wort zu sagen. Wir machen uns dafür bereit und folgen in der Leidenszeit. Denn Liebe hilft auch ohne Zagen, schwere Zeiten mitzutragen. So mancher mag darüber lachen, dass wir für Liebe uns zum Narren machen. Heißt es auch Wunde und Blessur, wir folgen liebend Jesu Spur. Ich weiß, ihr braucht den Narren nicht, der euch belehrt, was Liebe sei. An Güte es euch nicht gebricht, euch steht das Lieben frei. Drum hört der Narr zu predigen auf, will weiter nicht die Frommen lehren und lässt den Dingen seinen Lauf, gemeinsam unseren Herrn zu ehren. Vieles waren bekannte Sachen, manches reizte auch zum Lachen. Doch vergesst es nicht, ihr Narrenschar, weil sich's reimt, drum ist es wahr. Gottes Fried, viel höher und breiter als unsere Vernunft, bewahre weiter die Herzen und die Sinne und auch die Gedanken. Das soll nun gelten, ohne alles wanken, an diesem Tage, in dieser Woche und allen Zeiten, die folgen noch. Das sei bekräftigt in Jesu Namen mit einem herzlichen, kräftigen Amen. Stell vermeldet, die letzte Woche gab's reichlich Geld. 450 Euro haben wir gespendet, damit die Not des Bebens endet. Heute wollen wir für jene kollektieren, die ohne Geld Theologie studieren. Denn Dank wer der Lutherstiftung wird was geben, das erhält Studierende am Leben. Der nächste Sonntag, so ist Tradition, ist der erste Sonntag in der Passion. Wir feiern hier wieder um 10, wo wir uns ohne Reime wiedersehen. So lasst uns nun vor Gott hintreten, für uns und für die Welt zu beten. Langmütig und freundlich bist du, dir allein, Gott, kommt der Name Liebe zu. Geduldig und barmherzig bist du allezeit, du Liebe, du Gott, du Ewigkeit. Wunder deine Liebe tut, neues Leben kommt aus deiner Hut und Rettung schenkst du für und für. Dir, du Liebe, danken wir. Wir bitten dich für die Verscharrten, die vergeblich auf ein Wunder warten, die verzweifelt vor den Trümmern ihrer Welt stehen und verkümmern, die alles verloren und niemand in Sicht, die dem Tod ausgeliefert und Rettung kommt nicht. Hilf, du Liebe, du Gott, du Liebe, erbarm dich der Not. Deine Liebe lässt uns hoffen. Du machst die Welt für Frieden offen und willst Gerechtigkeit.
Wir danken dir darum alle Zeit und höre daher unser Flehen für jene, die dem Bösen widerstehen und es bekämpfen sollen, die der Gewalt entgegenstehen und ihre Kinder schützen wollen, die im Krieg ausharren und dem Frieden nachjagen, die unter Schmerzen an Liebe festhalten und alles ertragen. Hilf, du Liebe, du Gott, du Liebe, erbarm dich der Not. Deine Liebe heilt ohne Schranken, du wirkst der Finsternis Teilung. Wir bitten dich für die Kranken und ihr Hoffen auf die Heilung. Deine Liebe kennt kein Vergeuden, du verwandelst Trauer in Freuden. Wir bitten dich für die in Trauer, gib ihrer Erinnerung tröstende Dauer. Und deine Liebe wärmt, du gibst Heimat in dieser Welt. Wir bitten dich für die, denen Obdach fehlt. Deine Liebe mahnt, du zeigst den Weg zum Leben. Wir bitten dich für unsere Kinder und die Welt, die wir ihnen übergeben. Du sprichst, damit wir hören. Wir bitten dich für deine Kirche in diesen Tagen, für alle, die dein Wort weitersagen, für alle, die sich nach Frieden sehnen, für uns und alle, die sich an uns lehnen. Du Liebe, du Gott, hilf, du Liebe, erbarme dich durch Jesus Christ, der dein menschlich Abbild ist. In seinem Namen wollen wir nun vor dich treten und mit seinen Worten zu dir beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und geht hinein in diesen Tag, Gottes Segen euch begleiten mag. Gottes Segen behüte dich. Er schaue auf dich gnädiglich. Sein Licht leucht dir hienieden und schenke dir seinen Frieden. Moment.
Retterhaus schreitet er den ganzen Kreis der Schöpfung aus. Schon nicht mit Prospekten und diesen ganzen Maschinen auch draußen und drinnen. Und eine Dekade in närrischen Versen, tiefsinnige Predigten und heute auch die ganze Litanei. Dafür kriegt er jetzt vom selbsternannten Markus Papageno einen Orden. Küsschen!